Aktuell habe ich eine sehr stressige Zeit. Was genau los ist, das erfahrt ihr in dem Monat News. Damit erstmal herzliches Willkommen zum Monat News. Es stehen mal wieder ein paar Termine an. Das sind nicht gerade wenige Termine, sondern ein paar. Der erste Termin ist auch schon bald, Mitte Mai, kann ich schon mal sehr fröhlich erkunden. Am 18.05.2023 wird ich einen kleinen 12-Stunden-Stream auf Twitch dem Film ab. Das seht ihr da gerade ja schon. Also oder nicht? Oh Gott, ich sag. Den Vertrag akzeptieren wir mal. Dazu brauchen wir aber auch erstmal was, wo wir auch ernten können, ne, meine Freunde? Wir bauen mal wieder etwas, der hier fleißig am Arbeiten ist. Ist er überhaupt schon auf hier steht irgendwie ein Lama oder was das sein soll. Ja, von den Händen. So. Bist du noch nicht im Bett? Ich möchte schlafen. Du machst ja deine Felder. Das sind die härtesten Arbeiter. Ja. Im strömsten Regen. Leer ist. Nico will nicht losfahren. Er meldet sich. 100 waren, glaube ich. Euro Truck Simulator 2. Ja, 12 Stunden sind Nico und ich live auf Twitch. Schaut sehr gerne vorbei mit LX22, Minecraft und ETH2. Wir freuen uns auf euren Kommen und das Geld, was gesammelt wird, geht an einen guten Zweck, wie zum Beispiel an das. Aber davor, vor dem Termin überhaupt kommen kann, haben wir noch einen anderen Veranstaltung. Am 13.05.2023, kommendes Wochenende in Leipzig, ist die lange Nacht der Computerspiele, wo es um das Thema Computerspiele geht, wie und wie lang die Uhrzeit, Öffnungszeiten sind, die sind aktuell mir leider nicht bekannt, somit kann ich die euch auch nicht sagen. Am 17.06. Short and Share, der Filmbarcamp für FilmemacherInnen aus Mittelfranken. Daher, ihr seid auch Mittelfranken unter 27 Jahre und ihr wollt mehr über das Thema Film und Filmlandschaft und Co. erfahren und gemeinsam mit anderen FilmemacherInnen austauschen, dann schaut am 17.06. beim Parabol vorbei. Anmeldung ist erforderlich. Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Eine Woche später ist der Creator Barcamp für Personen wie mich oder vielleicht auch für euch, die alles mögliche auf soziale Medien machen, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, jeder ist willkommen. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. Wenn ihr spontan vorbeikommen wollt, auch das ist möglich, am besten aber mit einer Anmeldung und ihr bekommt eine Pizza. Und das Ganze findet im Haus des Spiels statt. Von 10 bis 17 Uhr.
in Nürnberg bei Fragen von Veranstaltungen, die ich euch so preisgebe, könnt ihr gerne auch in die Kommentare fragen und dann beantworte ich sie für euch. Zum nächsten Punkt geht echt nicht zu irgendeiner Veranstaltung, sondern zu einer kleinen Information. Aktuell bin ich dabei, meinen Kanal, den Yannick Vlog TV, ein bisschen umgestalten zu, ein bisschen aufzuhübschen, dass er auch auf den neuesten Stand eben ist. Ich aktuell sehr wenige Videos kommen, außer Monat nur der Woche wird auch jeden Fall bleiben. Alles andere wird sich nach und nach, wie auch schon gesehen, wird sich aktuell so weiterlaufen, bis irgendwie ich da ein bisschen Konzept wieder drin habe. Und zu guter Letzt geht es um die Gamescom 2023. Auch wir sind wieder mit der Kamera vor Ort auf der Gamescom. Dieses Jahr wird es eine kleine Änderung geben, was es genau ist und wie und wo. Das erfahrt ihr in den kommenden zukünftigen Videos, die hier auf dem Kanal noch erscheinen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal beim Monat News.